Hallo, ich bin Charlotte und ich arbeite beim Konzeptwerk zum Thema Care. Care, übersetzt auf Deutsch, bedeutet sich kümmern, sich Sorgen um. Und sind zum einen so klassische Tätigkeiten im Haushalt wie Kochen, Putzen, Waschen, aber auch ein offenes Ohr haben für eine Freundin, für einen Freund, wenn es der Person nicht gut geht. Also es sind alles Tätigkeiten, die im Privaten stattfinden und unbezahlt sind. Aber es sind auch die bezahlten Care-Berufe im Krankenhaus, Reinigungskräfte, Erzieherinnen. Es geht also immer bei Care um Beziehungen untereinander und miteinander. Und deshalb ist Care auch so wichtig. Nämlich Care sind all jene Tätigkeiten, die überhaupt die Grundlage dafür bilden, dass wir wirtschaftlich tätig sein können, dass wir auf diesem Planeten leben können, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Ohne Care würde nichts funktionieren. Und es geht uns alle was an. Wir alle sind nämlich Expertinnen, da wir tagtäglich Care geben und Care nehmen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist aber das Problem dabei? Care wird oftmals nicht als Arbeit angesehen, ist schlechter bezahlt, passiert unter schlechten Bedingungen, wird an migrantische Menschen ausgelagert und wird zum größten Teil von Frauen erledigt. Und in einer wachstums- und profitorientierten Wirtschaft ist Care vor allem Kostenfaktor. Und deswegen wollen wir das Thema mit unserer Arbeit sichtbar machen. Zum einen organisieren wir Konferenzen und machen Netzwerkarbeit, um Räume zu eröffnen, wo Austausch und Begegnung möglich ist. Zum anderen machen wir Bildungsarbeit und sprechen darüber, was ist Arbeit, wer macht welche Arbeit und warum ist das so und wie können wir das verändern. Wir wollen Sorgearbeit sichtbar machen und Care ins Zentrum von Wirtschaft und Gesellschaft stellen. Gesellschaftliche Veränderung braucht einen ziemlich langen Atem und den könnt ihr uns geben. Unterstütze uns mit einer monatlichen Förderung.